Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Video. Heute zeige ich euch, wie man unter der Map kommen kann, und zwar hier, wie man hier auf diese Brücke landet. Ich mache hier mal Selbstmord. Damit ich euch das dann mal zeigen kann. So, was ihr für den Glitch braucht, ist ein Helikopter und mit dem müsst ihr zu einer ganz bestimmten Location kommen. Ach, da hinten ist der Heli. So, steigt einfach in den Heli ein, damit ihr einen Fallschirm habt. Weil ihr braucht einen Fallschirm für den Glitch, um da runter zu kommen unter der Map. Dafür ist der Heli eigentlich nur da. Und dann kommt ihr zu dieser Location. Und ihr müsst nämlich in dieses Gebäude da rein. Das ist eigentlich so gesagt mein Favorit der Wall Breaches. Also der ist wirklich am geilsten, finde ich. So, ihr geht dann hier einfach die Treppen hoch, so wie ich. Und dann geht ihr hier bis zum letzten Gang. Und dann geht ihr hier links die Treppe runter. Dann geht ihr hier durch dieses Fenster, dann bleibt ihr automatisch stehen und dann läuft ihr einfach bloß einen Schritt nach vorne und dann fällt ihr automatisch runter. Dann öffnet ihr sofort den Fallschirm und visiert die Brücke da unten an, die rechte, also die geht wirklich am besten. Fliegt nicht zu tief drauf, sonst fällt ihr wieder runter. So wie ich. Jetzt bin ich runtergeflogen. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wie man das nicht machen soll. So, jetzt zeige ich euch das, wie man das wirklich machen soll. So, nochmal zu meinem Heli. So, jetzt steige ich nochmal ein, damit ich den Fallschirm wieder habe. So, den Fallschirm habe ich. So, dann nochmal hoch. So, da unten ist die Brücke wieder. Dann einfach bloß drauf fliegen. Wie gesagt, nicht so tief. Ihr habt ja gerade gesehen, was passiert. Und ich bin schon wieder runtergefallen. So, nochmal. Alle guten Dinge sind drei. So, ich habe den Fallschirm jetzt wieder und dann jetzt geht's wieder hoch. Lol, das sah aus. Naja. Wo ich den Glitch das erstmal probiert habe, diesen Wall Breach, da habe ich den komplett auf 1 geschafft und jetzt. Naja. So, nochmal. So, Versuch Nummer 3. Gut, genauso wie ich, ihr landet dann automatisch ins Wasser. Das müsst ihr bloß gucken, weil hier unten nichts sieht. Hier ist die Brücke, da hinten steht Sophie. Und einfach bloß ungefähr ans Ende schwimmen. Und dann steht ihr hier unter Wasser, so wie ich. Sag ich doch, alle guten Dinge sind drei, beim dritten Mal geklappt. Ja, das war's mit dem Video.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist auf jeden Fall ein Like und vergesst das Abonnieren. Ich muss sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.